Die Abtei Mettlach hatte viele Güter. Eines davon war das bessere Gut, heute Bessringen. Wenngleich diese Theorie nicht dem strengen Blick der Geschichtsforschung standhalten wird, zeigt sie jedoch eines. Zu allen Zeiten waren die Bessringer stolz auf ihr Dorf. Zu Recht. Bessringen, seit der Gebietsreform von 1974 Stadtteil von Merzig, liegt an der unteren Saar, am Tor zur romantischen Saarschleife. Die Pfarrkirche Herz Jesu, im neugotischen Stil erbaut. Ihr Grundstein trägt das Datum vom 24. Juni 1906. Am 8. September 1907 wurde sie benediziert und am 18. Mai 1909 durch Weihbischof Schroth von Trier konsekriert. Der Blick des Kirchenbesuchers fällt zunächst auf den kunstvoll geschnitzten Flügelaltar. Heute hat die ehemalige Kapelle nicht mehr das Aussehen einer Kirche. Geblieben ist nur der Name. Um den Bau der neuen Kirche finanzieren zu können, war die Pfarrei gezwungen, die Kapelle am 24. Mai 1909 zu versteigern. St. Gangolf. Die Gründung dieser Pfarrei ist nicht eindeutig belegt. Wir können den Anfang des 11. Jahrhunderts vermuten. Die Pfarrei wurde von der Abtei Mettlach aus verwaltet. Die jetzige Kirche St. Gangolf wurde 1775 erbaut und war zu der Zeit, als die Kapuzinermönche hier wirkten, eine im Saarland sehr beliebte Trauungskirche. Zurück nach Bessringen. Zahlreiche Brunnen gab es im Ort. Hier beispielsweise der Zenzenbur. Gespeist wird er mit dem Wasser aus der Katzenschleit. Und noch einige Eindrücke aus Vergangenheit und Gegenwart. Die Besitzungen der Abtei Mettlach in Bessringen waren sehr umfangreich. Für die Abgabe des Zehnten besaß sie ein eigenes Zehnthaus, genannt die Kleine Abtei. Deshalb führt auch die Straße, die hier ihren Ausgang nimmt, zu Recht den Namen Abteistraße. Diese Häuser haben tatsächlich die Abtei noch erlebt.
Das Linsenfest am ersten Wochenende im September. Seit 1980 eine eigentlich recht junge Tradition. Es setzt die Tradition der Erntedankfeste fort. Die aktiven Vereine des Dorfes sind daran beteiligt. Festakt zur Eröffnung der 900-Jahr-Feier. Wir sehen hier die Aufführung eines historischen Bessringer-Stückes mit einem sehr aktuellen Thema, Friede, ein Traum, von Gretel Schreiner. Wir erleben auf der Bühne die Szene einer Brandschatzung. So sah der Sandsteinweg damals aus. Damals, im Sommer 1952, als mit dem Bau des VDK-Erholungsheims Haus Sonnenwald begonnen wurde. In der Chronik ist nachzulesen, das Heim liegt in kurzer Entfernung von Bessringen in einer langgestreckten, von dichtem Wald flankierten Seitental, das geradezu ideale Möglichkeiten der Erholung bietet. Am 6. September 1953 stand der Rohbau. Er umfasste 15 Einzel- und 10 Doppelzimmer, mehrere Aufenthaltsräume verschiedener Größe sowie ein Restaurant für 60 Personen. Die Gesamtkosten beliefen sich nach Fertigstellung der Baumaßnahme auf 62,5 Millionen Franken. Landesregierung und die Saarland Sporttoto GmbH steuerten einen Zuschuss bei. Inzwischen wurde das Heim um ein Dauerwohnheim für ältere Mitglieder ergänzt. Seit dem Frühsommer 1986 steht auf dem Gelände von Haus Sonnenwald die VDK-Friedenskapelle. Die Gäste und Besucher nehmen diese Möglichkeit des Gebetes, der Ruhe und Besinnung gern und dankbar an.